Los geht's, Nukes Top 5. Keine großen Worte, ab geht's. 10 Scary Videos. Wir machen's kurz. Alter, das ging wirklich schnell. It was the addition to my collection. Just bought it from the antique store. Doll collector Linda Deary from Murphy's. Schön, dass sie direkt mit der Puppe anfängt. Rural Tennessee was browsing Facebook Marketplace one day when she saw an ad placed by a woman who was giving away 4 antique dolls for free. Linda Sus. drove to the woman's house and picked up the dolls. When she got back home, she posed the dolls on her bed and began taking pictures. But then something very odd happened. The dolls seemed to move right before her eyes. Linda grabbed her phone and started filming. Also erstens, die bewegt sich ziemlich viel. Ich hätte mir schon längst irgendeine Handyhalterung gekauft. Und zweitens, ja gut, Gravitation wirkt halt die ganze Zeit, kann man nicht ändern. Nix, Chucky. Das kommt hinzu. Ich finde die hier ein bisschen gruselig. Die halt so, die sieht aus, als würde die schielen. Also ja, Gravitation. Ansonsten. Walla Krise. Passt perfekt. Und ansonsten ist halt irgendwo ein Bändchen noch. Ich hasse Puppen. Soon after this. Also das ist halt mal extremst. Also bewegt sich hin und her. Da ist halt irgendein Mechanismus oder so, so wie die sich hin und her bewegt hat, da ist ein Mechanismus. Linda and her partner begin to experience strange and unexplained activity. Personal items around their house would go missing, and objects seem to move on their own or get knocked off shelves. One day, Linda gets a bad haircut from a local hairdresser, so she decides to make a video showing off her terrible new hairdo. But what happens next is truly bizarre. Ein wunderschönen guten Abend, Safi. Hi. A lot of people wanted to see what my hair looks like. So I wanted to see the sides. Alter, die hätte ich ja verklagt, ganz ehrlich. Ey, what the fuck? Like my, also die Friseurin. Bangs, I've had to like fix my bangs myself. But this is what it looks like if I don't straighten pieces of it. And like, it's just a whole mess. Dang it. Ja, danke, dass du das dazu schreibst. Wo guck ich hier mal an das? dann sind die runtergefallen. Ja, ist halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mit dem Fuß oder sowas gegen das Stativ gekommen. Oder keine Ahnung, wo das drauf stand. Wenn das da drauf stand, sieht auch nicht gerade sehr stabil aus. That scared me. Okay. Okay, what the f*** was that? Did you see that? Like, it read, oh no, absolutely not. Ja, okay. Danke. Bist halt mit dem Fuß gegengekommen oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Siehst dann irgendetwas. So, hey, was, hä? No. At first, Linda believes that all the frightening activity in her house is likely caused by the playful ghost of a little girl who might be attached to her new dolls. She even finds the whole idea kind of funny and jokes about it online. Danach Fuß aus. Ja, und dann halt beim Weggehen nochmal. Als sie sich gedreht hat, ist das passiert. Mm. One day, Linda sets up a silly video for her social media where she puts a Chucky doll inside a cupboard, waiting for it to fall out. But this is when things start to take a terrifying turn.
Also was willst du mir jetzt sagen, so? Dass da drin nicht genug Platz ist und das Ding halt von alleine rausfällt, so, hä? Oh ja, du atmest dahin. Du pustest die Haare an. Oh, wie gruselig. Okay, I didn't plan this one. Chucky was just supposed to pop out, but his hair is moving. Holy shit. What the hell? Von irgendwo anders kommt halt ein Windzug her, Jesus. Okay, I really do. Oh, no. Move, okay. Okay. Jetzt kommt wieder. Okay, I really do. Sieht aus, als wäre das ein extra Mechanismus. Dass die halt aufspringt und gleichzeitig so den Kopf dreht. Ich weiß, ich kenne die Chucky-Puppen halt nicht, aber sieht halt stark danach aus. Oh no, move, get oh my god. Okay. Die ist halt ziemlich relaxed dafür, dass ihr gerade sie ist halt ziemlich relaxed dafür, dass mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ziemlich relaxed dafür, dass ihr gerade halt eine Puppe entgegengesprungen ist. Weil ganz ehrlich, würde mir das passieren, ich wäre halt weg und hätte die ganze Bude angezündet. Okay, joke's over. Joke's over. The video goes very wrong as the doll's hair begins to move for no reason. And then Chucky's head seems to suddenly spin around all on its own. And things just get even weirder from here. One night, Linda and her partner are asleep in bed when they are woken up by the sound of loud banging from their front room. The bangs are so loud and intense that the couple believes that someone is trying to break into their house. They immediately call the police. So, officers arrive on scene and review footage recorded by the couple's front door ring camera. This is our house. Yo, let's look at it before bed. Yeah, dude. Something's in our f***ing window right there, bro. Stop being hyper, please. Können die das... Warum zeigst du dabei irgend so ein... Ach Gott, ey. Ja, ist halt ein Fenster, aber warum zum Geier filmst du das ab? So, ist da kein, gibt's da keine Datei für oder so? Please, it's scaring me. Ready? Yeah. Ja, wackel auch noch rum. Something in the window. Yeah. Ja, ist jemand von dem Dach vorbeigelaufen, so, what the fuck? Das wissen wir... As the motion-triggered video starts, it looks like someone or something has pulled the couple's front curtain open. But even creepier, whoever this person is, they appear to be inside the house. Then whoever it is seems to slam the curtain closed again... Schlafwandeln. ...with a bang. Linda swears that she and her partner stayed inside the bedroom and didn't move until police arrived. Fälle vertrau mir, Bruder. The officers checked the house inside and out, but there was no one else there. So now, Linda has had enough of the creepy dolls. Recently, she attempted to get rid of the dolls at a yard sale. But in a darkly funny twist, Linda says that someone actually stole three of the four dolls
from her yard sale. To the thief that stole these dolls out of the yard sale at 3 o'clock this morning, you're going to regret it. They're haunted. Had you waited till sunlight, you would have seen the sign that was under them that said, haunted dolls, if you have children, please don't buy. So, good luck to whoever took those dolls, because it seems like they're gonna need it. Also, die hat die doch selbst weggeschmissen. Oder verbrannt, was ich halt getan hätte. Wenn die sich wirklich so bewegt hätten. Hello, doggy. Reddit user Love is Evil from Pigeon Forge, Tennessee is driving to work at around 6 in the morning. He receives a text message from his frantic wife. Ja, also weil es Puppen sind, ist halt. Bekommt dieser Abschnitt einen kurzen Gruselfaktor. Who asks him to check their surveillance camera footage on his phone. When he watches the video back, it chills him to his core. Okay, ich will das Geräusch nochmal hören. Und warum zum heiligen Geier lässt man einen Hund in so einer Box schlafen? Ist doch klar, dass der Hund dann irgendwie einen Hasch mich weg hat. An unexplained, spooky little voice can be heard whispering, hello. And the family dog just goes nuts. Es hätte auch irgendein Geräusch von draußen sein können. Und wenn der Hund halt psychisch einen Knacks weg hat, dann fängt er halt an, wegen jedem Furz anzubellen. The Reddit user says that other than his wife and dog, no one else was home at the time of the recording. He says that they have never experienced anything like this, and they don't know what to make of the creepy little voice. So did the couple's dog get scared by a paranormal entity? Or just what is that creepy little voice? Irgendein Geräusch von draußen. Old School. Cathedral High School in Los Angeles, California. Vielleicht ist er in der Box, was es nicht rechtfertigt, weil er sonst Dinge in der Nacht kaputt macht, aus was für Gründen auch immer. Ja, dann soll man sich keine Hunde holen, wenn man es nicht hinkriegt, sie so zu trainieren, dass sie nichts kaputt machen. Das geht halt auch ohne irgendwie sie einzusperren oder Gewalt anzuwenden oder sonst etwas. Das rechtfertigt nicht, ja. California was built over what was once a cemetery. The school even honors its dark history by featuring real pieces of old recovered headstones on its walls inside the school. Der Traum einer jeder Satanisten und Black Metal Gruppe, die es so an Schulen gibt. So, late one Friday night, a janitor is working the night. Oh, ist das Artie? Sag mir bitte, dass der Janitor Finne ist. Night shift at Cathedral High School when something happens that makes his blood run cold. All right, I usually don't record while I'm on the job. Yes, this is freaking me out. It's sort of unreal. I'm here at work. I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. Vor allem, ich finde es schön, wie er eine Abstellkammer oder so einen Abstellraum als Janitor Office bezeichnet. Just to, I don't know, let you guys know, this school was built on the cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but
Yeah, I didn't really believe him until tonight. I was in here cleaning up after some students. Das kommt mir so bekannt vor. I threw a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just see that right there. Oh, ich glaube, ich habe das bei Mythenmetzger gesehen. Mythenmetzger oder Quipo, und einer von den beiden hat dann gesagt, es könnte sein, dass da irgendwo eine Schnur ist. Ich glaube, der Typ hat einfach zu viel S geguckt. Puh. Okay. Irgendwie muss ich lachen. Keine Ahnung. Das ist See, no, no, no. Aber scheint auch irgendwie perfekt in der Luft zu schweben, ne? Also ich sehe nichts, womit es so, irgend so ein Gewicht oder so, womit es unten befestigt ist. Eigentlich, ja, aber ich meine, als er ein bisschen weiter entfernt war, konnte man da auch was sehen, aber... Gegebenenfalls könnte ich mir vorstellen, dass er an dem Gewicht zieht. It just follows me, no matter what. Ooh. No, I can't. The janitor is completely alone when a red balloon inside one of the classrooms seems to start moving on its own and follows him out into the hallway. Suddenly, he spots a dark shadow quickly darting past a window on the other end of the school. Aber das ist halt auch, sich auf den Weg, ja. Das mit dem Schatten, den Schatten habe ich nur gesehen. Wie gesagt, ich kenn das Video bereits. Ich glaube, ich hatte, das war bei Mythenmetzger und ich hatte eine Reaction drauf gemacht. Einer der letzten beiden Mythenmetzger-Reactions. Und da war das, soweit ich weiß, nee, da hat er keine Erklärung dafür. Aber ich sag's mal so, es ist halt in der Schule, du hast diese Hintergrundstory dazu mit dem... Wankornerk, vielen, vielen Dank für dein Follow. So. Ciao. Also... Ja, das mit dem Schatten, wie gesagt, du hast halt die Schule, du hast die Story, da gibt es sicherlich irgendwelche Kids, die die Mutproben machen oder so und dann sehen, oh mein Gott, der Hausmeister, und vom Hausmeister hat man ja sowieso immer generell ein bisschen mehr Angst in Schulen. Now, previous janitors at the school claim to have witnessed multiple incidents of paranormal activity. So when the custodian captures this spooky evidence, he shows it to the building security guard. It's a... You see, I just it's falling out the classroom too. Look at the back though. Look at the class with the light. What the? I'm not crazy. You saw that, right? Nah, bro, nah, man.
No. How long have you been working security here, man? Der Hausmeister hat dem Security-Typen das Video gezeigt. Also ich find die Reaktion ein bisschen zu übertrieben, dass der halt so stark zurückgegangen ist. So ja, okay, erstaunt sein oder so, aber halt so zurückschrecken ist, weiß nicht. So, mein erster Gedanke wäre, ja, okay, ein paar Kids, die halt nachts durch die Schule laufen. Muss man besser aufpassen. Security. I've been here a few months, but I ain't never seen nothing like that. As you can see, even the security guard is a bit freaked. So did the janitor have an encounter with the spirits who are buried in the ground below the school? Let me know what you think. We need scary videos. So if you... Ich nutze kurz die Gunst der Stunde, der Minute, um darauf aufmerksam zu machen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken, einen Daumen nach hoch dazulassen, zu kommentieren, was haltet ihr von diesen Videos, sagt ihr echt oder nicht echt, wieso nicht. Und kommt rüber auf Twitch, wo ich hier dann live auf solche Sachen reagiere und ihr könnt dann direkt im Chat mit dabei sein. You see a scary video that you think would be great on the top 5, email us at nukestop5@gmail.com. Watcher at the window. A man is up late one night when he hears strange sounds coming from his home office. He grabs his phone, and what he records is truly shocking. Rückenlehne von irgendeinem Stuhl. Hier sieht man so einen Stuhl, könnte auch sein. Vielleicht irgendwie so ein Chefsessel oder so. Now the guy was freaked out as whatever is outside the window seems to disappear when the lights are turned on. But look closer. Es ist nicht weg, es ist halt einfach nur genauso an. Das Licht fällt halt genauso drauf. Es hat einen Effekt des Lichts. Ich halte von diesen ganzen Geschichten nicht so viel, weil man nie einen Kontext hat oder die Leute kennt, die das filmen und das immer und alles mit Taschenrechner gefilmt ist. Ja, wobei das in der Schule war tatsächlich relativ gute Qualität. Und das, obwohl wir so viele geile Kameras überall mittlerweile haben. Aber sowas wird immer mit Müllgrafik gefilmt. Kommt halt auch drauf an. Überwachungskameras sind halt grundsätzlich immer mit ziemlich schlechter Qualität ausgestattet. Plus dazu Nacht. Kameras können das nicht ausgleichen. Zumindest halt, wo nicht gerade irgendeine gute Software dahinter steckt. Ja, Smartphones ist halt auch so. Wenn das halt stark verwackelt, ist schwierig. Kommt auch drauf an, wie alt die Smartphones sind. Naja, so das, was am, ich sag's mal, vertrauenswürdigsten ist, das sind immer noch Livestreams. Also wenn das halt wirklich Mitschnitte aus Livestreams sind. Weil da kannst du zumindest sämtliche Manipulationen hinterher in der Post-Production ausschließen. Ja, es gibt halt auch so Filter und so weiter. Ich glaube, so einen Fall hatte ich mal bei Nukes Top 5 gesehen. Aber größtenteils kann man da sowas ausschließen. Klar, es kann immer noch Leute geben, die halt da sind und da was stellen, aber manchmal auch ein bisschen schwierig, vor allem wenn es halt gute Leute sind, die halt drauf achten. Und grundlegend, ich glaube, ich habe das ja schon häufiger gesagt, so meine Einstellung ist halt, dass ich halt, also ich bin Agnostiker, in meinem Kopf funktioniert das Prinzip von Glaube nicht. So Leute können ruhig dran glauben, solange sie niemandem damit wehtun, solange sie nicht anfangen, irgendwie Leute dazu zu zwingen, daran zu glauben. Leute können es auch sein lassen, solange sie halt niemanden dazu zwingen und nicht irgendwie darauf beharren, dass sie unbedingt recht haben. Aber für mich
Es ist möglich, es ist vorstellbar, dass man, dass das halt mit wissenschaftlichen Mitteln nicht nachweisbar ist. Aber solange es halt keinen Nachweis gibt, dann ja, ist halt kann existieren, kann nicht existieren. Weil das Ding ist, die Nicht-Existenz ist halt eine. Nee. Nicht-Existenz ist eine wissenschaftliche Aussage und die Existenz ist keine wissenschaftliche Aussage. Weil du Nicht-Existenz falsifizieren kannst, umgekehrt kannst du es nicht. Just outside the window, we can hier. Also zum einen, der Typ geht mir halt zu gechillt weg. Das ist halt offensichtlich staged. Achso, und eine Sache, die ich halt auch für mich so in diesen Reactions mit reinnehme, ist so die Intention, wie gruselig ist es trotzdem? So, es gibt halt, auch wenn es halt offensichtlich fake ist, so, das ist halt wie Horrorfilme. Du weißt, es ist fake, es kann dich aber trotzdem diese Atmosphäre packen, dass es halt gruselig ist, dass man sich gruselt, dass man vielleicht auch irgendwie angespannt ist und so weiter. Und das nehme ich halt auch noch mit rein. Wie gesagt, zum Beispiel das am Anfang mit den Puppen ist halt, weil es Puppen sind, bekommt es halt einen Pluspunkt für Grusel. So, und hier, also das wirkt halt für mich wie ein Teaser für ein Horrorspiel, für einen Horrorfilm. Das ist halt einfach, ja, da hat jemand irgendwelche Leuchtepunkte oder so dran geklebt, die halt Licht reflektieren, sobald es drauf scheint. See that there is still a strange pair of glowing eyes staring back at the man inside. Now, online viewers said that this video could easily be explained as a person or an animal standing just outside the window. So, to prove them wrong, the man films the office window again. Okay, war schon mal kein Bürostuhl. Könnte vielleicht ein anderer Raum sein. Eine Katze. Vielleicht irgendwie was präpariert oder so. Das von außen dran gehangen wurde. Irgendwie, dass man Mitarbeiter trollen wollte. Einfach, ja. Es war doof, aber es hat die Prankkarte, die ich wieder mal ziehe. Turns out the office is actually two stories up, with no way for anything to climb up or sit outside the window. So who? Aber man kann halt immer noch an der Leiter irgendwas anbringen. Who or what is this? You decide. The crossing. Somewhere in the Middle East, a guy is riding his motorcycle down a lonely mountain road in the middle of nowhere. He encounters something that he just can't explain. Immerhin, einen Punkt muss ich dem Typen geben. Er fährt vorbildlich langsam. In so einer Situation. So auf so einer Straße, bei dem Wetter, bei den Lichtverhältnissen. Some small thing seems to walk across the road right in front of him. Now, that's not so weird. But whatever this is, it seems to be walking on two legs, and then it seems to raise itself up and jumps right over the roadside guardrail. The motorcycle rider is shocked. Das wurde im Nachhinein rein editiert. Weil wenn da wirklich etwas zu sehen gewesen wäre, es hätte irgendeine Reaktion vom Fahrer gegeben. Ich meine, es sind Motorengeräusche zu hören. Das heißt, das Mikrofon lief auf und nicht mal irgendein Wort ist von ihm gekommen. He rechecks his video footage when he gets home, but he has no idea what he encountered on that isolated mountain road. Disturbing result. Ja, nee, das. Wie gesagt, es hätte irgendeine Reaktion gegeben, wenn er das wirklich gesehen hätte. Deswegen ist es halt im Nachhinein rein editiert worden.
YouTuber Tyler Blanchard is very much a skeptic when it comes to ghosts and the paranormal. Tyler believes that the reason ghost hunters usually find so-called paranormal evidence at haunted places is simply coincidence, coupled with the fact that they expect to experience paranormal activity. Recht hat der Mann. Das ist halt auch so eine Sache bei Paranormalem. Es ist halt nicht, wie heißt denn das nochmal? Rekonstruierbar. Also egal was passiert, es passiert kein zweites Mal. Und das ist halt schwierig. Deswegen ist es halt schwierig, das so wissenschaftlich anzusehen. So erst wenn es möglich wäre, zu sagen, hey, da ist etwas passiert und es passiert noch einmal bei den gleichen Triggern, bei den gleichen Sachen. Erst dann kann man sagen, okay, also natürlich von einem unabhängigen Team. Nicht von, ja, wir machen das jetzt und 10 Sekunden später machen wir das nochmal und haben das gleiche Ergebnis. Nee, das kommt ein anderes Team vorbei, zu einem anderen Tag und so weiter. Are ghosts real or just scared people imagining things? So, Tyler cooks up a very interesting experiment. He invites his friends to go on a ghost hunt. However, he splits them into two groups. One group, including Tyler, goes to a house that many paranormal investigators claim to be extremely haunted, the Brackenfern Manor in Lake Arrowhead, California. But the second group, they are just sent to a randomly chosen Airbnb. This house has never had a reported death in it. No guests have ever recorded any paranormal activity. It's just a normal house. Now, this house is not haunted in any way. However, the second group is told a fake ghost story about how this typical random Airbnb house is extremely haunted and was the site of some grisly and terrible events, none of which is true. So in the 70s, there was a family that lived in this house. A burglar basically broke in and the family, and it's rumored that they still are here. Oh man, not this ghost stuff, man. So the experiment begins and the ghost hunt starts at the real haunted house. Das finde ich ehrlich gesagt sogar ziemlich interessant. Das ist ein Konzept, das ich wirklich sehr interessant finde. The Brackenfern Manor. Now, Tyler isn't expecting anything to happen or to find any kind of paranormal activity. So when he and his group start investigating, they're mostly cracking jokes and playing pranks. He's asleep. Tyler, I know you guys are hiding somewhere. He's talking to himself to try to keep himself from getting really scared. Funny prank. Let's end it now, am I right? Please. I heard a noise over here. Boy, for the love of God. I'm not alive. For a good bit, I was scared. But things are about to get a bit more serious and a bit spookier. The guys head to the house's cellar and use a twist flashlight and an ultrasound motion sensor music box that plays a tune whenever it detects movement. Now it's calibrated. Everything that happens from this point is something going in front of it. If you're here, can you make the music box start? Okay, that's fine. Ring the music box if it's okay if we can sit down. Thank you. Let's sit down right now. Let's go. That is phenomenal. Honestly, this seemed so unexplainable, but not as unexplainable as the not haunted house. Is anybody here with us? All right, literally nothing was happening there. This is weird. If you are here, would you mind turning on? Ich frage mich in so einer Situation, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wie empfindlich sind diese Geräte? Weil man hat ja an der Kamera gesehen, da flogen allein schon Staubpartikel herum. Kann das Ding diese auch wahrnehmen? Nimmt es vielleicht, also woran erkennt es Bewegung? Weil die meisten Bewegungssensoren funktionieren über Temperaturunterschiede.
Wenn die merken, okay, da ist irgendwo ist halt ein starker Temperaturkontrast, der sich bewegt. Daran merken die halt, dass, weil klar, der Mensch hebt sich mit seinen 37 Grad Körpertemperatur ungefähr von seiner Umgebung, die halt für gewöhnlich eher nicht diese Temperaturen erreicht, hebt er sich halt ab. So, nehmen wir jetzt als Beispiel so Raumtemperatur 21 Grad, ist halt schon ein gewisser Unterschied. One of the flashlights or the motion sensor, whichever you prefer. You prefer the motion sensor? Oh, both, I guess. Candlelight, that's crazy. Yeah, that just doesn't happen. Unless there's something fun. Wow. And even after repositioning, it still went off. Und da frage ich mich halt auch so, wie ob es vielleicht auch das im Spiegel erkennen kann. Well, thank you very much for having us. We're gonna go upstairs to this beautiful home. Please stay here. It's been awesome hanging out with you. But we're gonna pack up our things and go. Thank you for this experience. I wonder if the equipment is also going on and off at the other house, or if it's just going off here. Because if it's just going off here, that is pretty sus. Real, right? Like, that's crazy. I mean, that box hasn't worked at all ever. No. Until we get here. We calibrated it 3 times in there and it worked every time. There's some presence moving in front of that machine. Now, Tyler gave both groups the exact same type of flashlight and motion-activated music box. But only the ones at the haunted Brackenfern Manor are activating. The instruments at the haunted house actually seem to respond to their questions. While over at the Airbnb, the same instruments don't do anything. And the night just gets weirder. I walk past this door right here, and there's something closed in there. Which one? Let's put the box in there. This one. Das kann halt Wind sein. Und ja, diese mit dem Music Box, das kann auch präpariert sein. Das ist so. Ja, so wie ich. So begeistert, wie ich von der Idee bin. Ein bisschen Skeptiker ist immer noch da. Und im Endeffekt, man müsste schon selbst dahin gehen und die Box so überprüfen. Aber wie gesagt, an sich keine schlechte Idee. Oh. Wait, that could have been something, right? That could have been the air, the wind. Calibrated. Oh. Ah. Okay. Yep. Bingo, baby. It's in the corner. I'm not doing this anymore. Alright, well, that's kind of all I needed. A window in one of the rooms moves by itself, and the music box activates as if someone is moving by that window. So, in a final attempt to disprove the creepy results from the music box, they try one more test. We're up doing some late night research. Leave it silent for exactly 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, done with the Morse. Thanks for the answer. Holy shit. Oh, wow. Oh, you got tears in your eyes, a big boy. It's a beautiful moment, bro. I believe in ghosts. That is. Ich will echt wissen, wie diese Dinger funktionieren. Weil das ist auch so ein Punkt, den ich an den Geisterakten mag. Die versuchen, so gut es geht, zu erklären, wie ihre Gerätschaften funktionieren. Aber hier ist es halt so, du wirst reingeworfen und keine Ahnung, wie das Gerät funktioniert. That is beautiful. They test the music box, they recalibrate it over and over, and they even change its location. But it still activates again and again, almost as if something in the house is eager to communicate with them. What makes it even creepier is that the group in the fake haunted Airbnb gets no response all night, and they don't really experience anything unexplainable. So did Tyler's attempt to prove that ghosts don't exist actually prove that they do? Well, you decide. Naja, das kannst du nicht wirklich eine wissenschaftliche Arbeit nennen. Du hast halt zwei Häuser genommen und wenn du es richtig machen willst, müsstest du das eigentlich mit 50, 500, 5000 Häusern machen. Ich hätte die Geister einfach keinen Bock gehabt. Ja, das kann sein. Kann auch sein. Das müsste man wirklich in jedem Raum zeitgleich machen, dass das mit unterschiedlichen Gerätschaften, ja.
You can watch this full scary experiment over on the YouTube channel, Tyler Blanchard. Aber an sich die Idee ist schon nicht schlecht. Fairy or flying nightmare? It's early in the morning, right before sunrise, when Lisa Nathan from Essex, England opens the back door to let out the family dog. But something happens that Schnuffelhund sends Lisa running right back inside. Whoa! Whoa! Hey, wunderschönen guten Abend, Peachy. Also, du hast noch nicht großartig was verpasst. Ich würde darauf tippen, dass das eine Motte war, an der sich irgendwie irgendwas verhadert hat oder so. Weird, pale, something can be seen. Ein Blatt oder so. Vielleicht irgendwie mit einem Spinnennetz oder sowas da dran. Ah. Und keiner, ich weiß jetzt nicht, wo die herkommt, habe ich gerade nicht mitbekommen. War das England? Ich weiß jetzt nicht, wie groß die da werden. Ne, wenn das jetzt so eine Motte ist in der Größe von so einem Schmetterling? Durchaus vorstellbar. Mein erster Gedanke war ja auch zuerst eine Libelle, aber ich glaube, dafür ist es. Die Flügel auch nicht so durchsichtig genug und so, aber ja. Das sieht so aus wie etwas, das mein Sohn gebastelt hat. Okay. Seen flying around Lisa before she freaks out and slaps it away. After reviewing the footage, Lisa believes she might have caught evidence of a fairy. Now, I'm certainly not saying that whatever this is a fairy. But it definitely looks very odd, and no one seems to really know what this thing is. So if you have any idea on what this weird little flying thing is, let me know down in the comments. The woman in white. Gib mir eine Angel, ich kann das auch. Ach, eine Frau in weiß. Hallo, Supernatural. It's 3 o'clock at night when truck driver Kim McGill is headed down the interstate in Markham, Illinois, when something happens that is any driver's worst nightmare. Aber stimmt, ja, mit einer Angel könnte das auch gewesen sein. Dass da jemand irgendwie von oben die Mutter geprankt hat oder so. Ja, auch eine Möglichkeit. Did you see it? Keine Reaktion vom Fahrer. Ist im Nachhinein rein editiert worden. Did you see it? A woman wearing a long white dress can be seen crossing the highway dangerously close to the cars and trucks zooming right by her. Oder er ist nicht registriert. Bezweifle ich. Weil das ist schon ziemlich, also das ist schon ziemlich auffällig gewesen. Der Dude hat auch nicht reagiert, obwohl halt die ist halt quasi direkt Did you see it? Die ist quasi direkt bei ihm gespawnt. So zwei Autofahrer, die einen Fußgänger nicht sehen. Der benachbarten Spur. Ja, wie gesagt, das ist nachträglich eingefügt. Ich wollte es ja nur mal unlogisch erklären. Und ja, Sumata hat halt recht. Das, also, vor allem halt auch noch zwei Fahrzeuge. Wie gesagt, die wäre halt. Als, keine Ahnung, ich weiß, ob das, ist das vielleicht irgendwie so ein Feuerwehrfahrzeug oder sowas? Der weicht ja auch nicht aus. Wenn sie dann nur die Kamera kann Geister sehen oder editiert. Ich denke mal, dass das dann am Ende sowas, dass es dann darauf hinausläuft, so nachträglich editiert und oh, nur die Kamera hat's gesehen. Und wenn es nur die Kamera gesehen hat, dann, ja, nee. See it?
A woman wearing a long white dress can be seen A long white dress würde ich jetzt auch... Ja, obwohl doch. Ich meine, ja, es sieht ziemlich smooth aus. Also wer das auch immer rein editiert hat, ist auf jeden Fall kein... Ah, doch, doch. Wenn man sich das anguckt, taucht auf, steht jetzt einfach nur für ein paar Frames. Und erst jetzt fängt sie an weiterzulaufen. Ah, ich wollte schon sagen, okay, wer auch immer das gemacht hat, macht das nicht zum ersten Mal. Ah. Die Qualität ist schon nicht schlecht. Ich glaube, das kann man den zumindest lassen. Crossing the highway dangerously close to the cars and trucks zooming right by her. Almost as if she just doesn't care. I thought it was really, really weird. It creeped me out. I had goosebumps for like an hour straight on my arms. It was really creepy. It was scary. Now, whatever this mysterious highway figure is, it has Ken seriously freaked out. And the next day, the story gets much, much darker. Mm-hmm. Because you see, the next night at the exact same spot, around the exact same time, a vehicle swerves and has a tragic accident on the interstate, ending two lives. But again, we're still keeping a close eye on this crash on I-57. What's the latest? Indeed. Unfortunately, I have sad news to report about this crash here, Laura. Sorry to change gears on such a beautiful and pleasant morning here. It's anything but on the lanes down there. It's a terrible, violent crash. Happened before 2 a.m. this morning. State police now reporting two people have passed in this incident here on northbound I-57 near 147, just outside of Posen and Dixmoor. The drivers and passengers in the crash claimed that they saw a mysterious woman in a white dress walking on the road. They say they swerved to miss her, and that caused the accident. Moment, hab ich das falsch verstanden? Ich dachte, die beiden im Auto wären gestorben. Passed away. Posen and Dixmoor. The drivers and passengers in the crash claimed that they saw a mysterious woman in a white... Unfortunately, I have sad news to report about this. Two killed, one injured. One crash. Aber hier steht halt, two killed. Also, Aber ist das wirklich auch der exakt gleiche Ort gewesen? Und ich möchte okay, These. Der Truckfahrer hat gesehen, hey, am Tag vorher bin ich da entlang gefahren und dann ist halt das passiert, er hat es gesehen und er hat sich dann gedacht, hey, ich lade das auf Social Media hoch und ich editiere das und lade das auf Social Media hoch. Nur so, einfach nur so ein Gedanke, so ziemlich, so ein bisschen. Ich meine, es ist 2024, es ist Social Media 2024. Jeder versucht irgendwie auf Kosten von irgendetwas Reichweite zu bekommen. Nur eine These. This crash here, Laura. Sorry to change
gears on such a beautiful and pleasant morning here. It's anything but on the lanes down there. This terrible, violent crash happened before 2 a.m. this morning. State police now reporting two people have passed in this incident here on northbound I-57 near 147, just outside of Posen and Dixmoor. The drivers and passengers in the crash. Er argumentiert mit dem Jahr. Aber ist doch so. Heutzutage versucht doch halt jeder auf Social Media durch irgendetwas halt Reichweite zu kriegen. Und wenn man halt sowas nutzt. Claimed that they saw a mysterious woman in a white dress walking on the road. They say they swerved to miss her and that caused the accident. I had another driver reach out to me after I posted it on Facebook that he was going through. Ja, TikTok, das case closed. There about 20 minutes before I did with another driver right behind him and they seen the same thing as I did. Today, at the same time as we went through there, there was a car accident, multiple cars. Two people ended up dying, two people went to the hospital. Well, the two people that went to the hospital gave a statement that they seen a white figure in the road and that's why the one car swerved into the other car. Okay, so wie ich das verstanden, es ist halt, ich bräuchte die genaue Timeline, so wann wurde das Video hochgeladen, wann ist der daran vorbeigefahren, wann hat er das angeblich gesehen und so weiter. Weirdly, despite these eyewitness reports, cameras posted along the highway show no one walking in the road at that time. Warum sollte es dann auf dieser einen Kamera zu sehen gewesen sein, nicht auf anderen? So did King capture an entity on his dashcam that caused a terrible car accident? You decide. Abandoned? Over 13 years ago, YouTube urban explorer Smash TV Canada set out one night to explore the. Lass mich raten, der Typ hat ein bisschen zu viel Indiana Jones geguckt. Abandoned old McCormick factory in London, Ontario, Canada. Now the group is aware that the property is often inspected by security. So when they hear strange sounds from somewhere in the building, they immediately suspect that it could be security and they turn off their flashlights to avoid getting caught. But what happens next is downright chilling. I'm gonna turn mine off then. Somebody's here. Haben die nicht gesagt, dass sie das Licht ausmachen wollen, damit sie nicht entdeckt werden? Warum ist dann noch Licht an? Who's that? Hello? Hello? Watch the light up. Hello? Hello? Who's there? Someone hearing me. Anybody there? Zu übersehen. Ja, ist halt ein Obdachloser oder sowas. Oder irgendein anderer Dude, der da halt reingegangen ist. Das von weitem halt Licht gesehen hat und dann halt reingegangen ist. Aber es hat so leichte Found-Footage-Vibes. Das gefällt mir. Someone or something can be seen walking into a room at the end of the hall. But the group doesn't see anything. After hearing bizarre noises throughout the building, the group eventually leaves to go home. They post their video to YouTube and many of their viewers immediately point out the eerie figure hiding in the darkness. But Jason and Chris say that they have no idea who or what this could be. And they say that the room to the left that the person can be seen walking into was just a dead end. So. Da müsste man jetzt das komplette Video sehen, ob es da irgendwo einen Schnitt gibt. Who or what
is this. Also wie gesagt, als Found Footage, irgendwie Fanfilm oder sowas, ganz nice gemacht. Aber wenn man mir das jetzt echt verkaufen will, müsste mir Besseres bieten. Ja, das ist weird einfach. Ich müsste den ganzen Vorgang wirklich so eine Timeline haben, um das nachzuvollziehen. Vor allem, wann das Video hochgeladen wurde. Ja, hier hat man die Fee, was eine Motte war. Experiment. An sich gar nicht mal so ein schlechtes, ja, das mit dem roten Ballon. An sich gar nicht mal so ein schlechtes Video. Ausnahmsweise mal, die Puppen, dass man die sich nochmal angucken will. Kein schlechtes Video, aber ja, wirklich was vom Hocker gehauen hat mich da nicht. Man, glaube ich, so zusammenfassen.